Mathe-Freunde und willkommen zu diesem Ankündigungsvideo, beziehungsweise das hier soll eher ein Video sein, damit ihr wisst, was bei mir abgeht, warum zurzeit weniger Videos kommen, warum keine Livestreams kommen. Das werde ich euch in diesem kurzen Video, ich hoffe, dass ich es kurz halten werde, erklären. Von daher nicht lang schnacken, auf geht's. Und zwar, zurzeit ist es so, dass es bei mir weniger Videos und auch Streams gibt, weil ich zurzeit keine Spieler habe. Monster Hunter ist durch. Borderlands ist durch. Ich habe einfach zurzeit nichts, was ich spielen kann, wo ich jetzt sagen würde, yo, da habe ich jetzt richtig, richtig Lust drauf. Ist leider schade. Ich hätte zwar, also ich habe Spiele, wo ich Bock drauf habe, zum Beispiel Tokiden 2, aber das Spiel ist 2 Jahre alt und kostet bei Steam 60 Euro. Ich weiß, wie das Spiel ist, ich habe es auf der PlayStation, ich habe aber leider keine PlayStation mehr, von daher 60 Euro, nee, nee. Ich würde es mega gerne zocken, das würde auf jeden Fall die Zeit bis Monster Hunter Iceborne auf dem PC mega verkürzen. Aber, naja, also meine Steam-Wishlist ist so lang wie Arm und so. Also die ist gut lang. Hm. Monster Hunter Iceborne kommt ja jetzt die Beta raus für die PlayStation Plus, also für PlayStation Plus. Eventuell wird Julian Wochenende vorbeikommen, dann werde ich 1-2 Ründchen mal die Beta zocken können, weil ich selber ja keine PlayStation mehr habe. Ich werde eventuell ein Video aufnehmen davon. Dann aber mit der PlayStation, weil ich selber ja keine Capture Card mehr habe, weil ich ja nur noch über PC streame. Und also Streams wird auf jeden Fall leider nicht geben. Und ja, tut mir selber weh, aber man kann es halt nicht ändern. Ich freue mich mega auf Iceborne, das auf jeden Fall. Ich hoffe aber, dass was sie da jetzt gezeigt haben bis jetzt, dass da noch mehr Monster drin sind. Und ja, weil es sind zurzeit recht wenig Monster. Aber soweit ich das jetzt mal mitgekriegt habe, bei einem Twitter-Post von Capcom, dass sie alle Monster, die da drin sind, also dass es nicht alle sind, die sie bis jetzt gezeigt haben, aber dass sie Step by Step immer mal ein Monster und das dann auch ausführlich erklären wollen. Ich denke mal, als nächstes, wie wir alle im Trailer gesehen haben, kommt das Monster aus dem Ende vom Trailer, vom letzten. Und dann werden wir auf jeden Fall mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Da, das ist absolut Hype bei mir gerade. Nicht blinder Hype, aber Hype. Ja, was gibt's noch Neues? Genau, wenn ich dann mal wieder streame, für die Leute, die es interessiert in meinen Streams, ich habe jetzt eine Chat-Währung. Ich habe sie Jägermünzen genannt. Ich dachte, es kommt ganz gut. Ist halt, ne? Wir sind alles Jäger, egal welches Spiel wir spielen. Und könnt ihr mit Ausrufezeichen Münzen abfragen. Sobald ihr dann einmal bei mir im Stream wart, sammelt ihr automatisch Münzen. Ihr kriegt für Subs Münzen, für verschenkte Subs sogar noch mehr. Und die Münzen können dann halt eingesetzt werden für zum Beispiel Giveaways in der Zukunft. Ich hoffe in der nahen Zukunft, dass ich das irgendwie hinkriege. Oder bei Ausrufezeichen Quest könnt ihr sogar Münzen verdienen. Das ist auch noch eine neue Mission. Das ist so eine Mini-Boss für 2 bis 16 Teilnehmer. Da kämpft ihr dann gegen Monster Hunter Monster im Chat. Das ist halt alles nicht zufallsbasiert, aber das ist mit, die Monster haben so und so viel Leben. Das könnt ihr aber nicht nachgucken. Das ist dann halt einfach so, je stärker ihr seid und je länger ihr zuguckt, je stärker werdet ihr auch. Und dadurch ist die Chance dann natürlich höher, dass ihr das Monster klatscht. Von daher ist es eine nette kleine Sache, habe ich beim lieben Ui Gaming gesehen und ja, fand ich ganz interessant. Des Weiteren, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mein neues Bogenbild ist da und ich denke auch mal, dass wenn Iceborne rauskommt, dass ich da auch wieder neue Bogenbilds machen werde. Nein! Nein! Oh Gott, nein! Bitte nicht! Oh Gott, nein! Okay. Wird es trotzdem geben. Ja. Was gibt's noch?
dann noch ganz wichtig, ich werde versuchen, jetzt in ein, zwei Tagen wieder live zu kommen. Ich werde mal gucken, ob ich irgendein Spiel finde. Und wenn wir Stardew Valley spielen, ist ja auch nicht so schlimm. Oder Shadow Warriors 2. Müsste ich auch mal wieder weiterspielen. Hätte ich auch Bock drauf. Von daher, da werden wir auf jeden Fall schon was finden. Das war es soweit von mir. Ich bedanke mich dafür, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Ich werde noch ein, zwei Abstimmungen oben machen für Spiele, die euch vielleicht interessieren werden. Und ja, ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Macht's gut, genießt den Sommer. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis denn, ich bin raus, euer Sackswiper. Tschüss.